Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als Rollen lauter waren als Waschmaschinen? Der Tritt aufgrund abgefahrener Rollenreifen unrunder als ein Dreieck und man nach der dritten Folge mitten im Leben verzweifelt das Radio angeknipst hat? Ach, ich auch. Sobald der Sommer da war, wollte man nichts wie raus auf die Straße. Heute hat man allerdings die Qual der Wahl. Macht Zwiften auch im Sommer Sinn? Ich bin ganz ehrlich, am liebsten fahre ich mit meinem Fahrrad draußen durch die Natur und schalte dabei den Kopf aus. Aber trotzdem muss ich sagen, dass auch bei gutem Wetter und im Sommer und im Frühling mein Zwift-Account nicht ungenutzt bleibt. Und das nicht nur, weil ich Videos über die Trainings-App drehe. Nee, ich finde einfach, dass wenn man mal Lust hat, genaue Intervalle abzuspulen, wenn man keinen Bock hat, sich über andere Verkehrsteilnehmer zu ärgern oder einfach, wenn die Zeit knapp ist, Zwift eine echte Alternative bietet. Findet ihr nicht? Findet ihr auch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und vergesst dabei nicht den Daumen nach oben. Ah, Mittagspause. Also der Nummer 1 Grund, warum ich auch im Sommer weiter swifte, ist auf jeden Fall die Zeitersparnis. Wer den Luxus hat, sich zu Hause ein festes Indoor-Trainer-Setup aufzubauen, der kann vor der Arbeit, während der Arbeit, im Homeoffice oder auch nach der Arbeit einfach und entspannt noch eine Stunde oder eine Stunde 30 Workout absolvieren. Wer wie ich zum Beispiel in der Stadt wohnt, der wird es kennen, man braucht 15 Minuten raus, man braucht 15 Minuten wieder rein. Dazu kommt das Umziehen und dann noch die ganzen Ampeln und zack, ist die Stunde Mittagspause auch schon wieder vorbei. Also in Sachen Effizienz ist so ein festes Indoor-Trainer-Setup auf jeden Fall unschlagbar. Wir haben es gerade eben schon angesprochen, das Thema Intervalle. Und das Thema Intervalle ist ein weiterer Grund, warum viele Athleten und Athletinnen Zwift bzw. generell Rollentraining auch in ihren Sommertrainingsplan integrieren. Und das liegt einfach in der Vergleichbarkeit begründet. Natürlich ist auch draußen Intervalle fahren völlig legitim und für viele Athleten und Athletinnen ein Mittel zur Wahl. Allerdings hinkt die Vergleichbarkeit draußen meistens schon ein bisschen aufgrund von verschiedenen Störvariablen, so zum Beispiel der Verkehr, die Kleidung, der Straßenbelag oder auch die Temperatur. Drinnen kann man, wenn man möchte, das Setup jedes Mal gleich einstellen und dann ist natürlich die Vergleichbarkeit absolut gegeben. Dabei hat man die Möglichkeit, sich hier entweder selber Workouts zu erstellen oder eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel FTP-Tests zu fahren. Und gerade bei diesen FTP-Tests ist es dann natürlich so, dass man hier jedes Mal völlig vergleichbare Ergebnisse herausbekommt. Das nächste Argument, was für Swiften im Sommer bzw. bei warmen Temperaturen spricht, klingt vielleicht ein bisschen komisch, Community. Aber wie ihr seht, ist man auf der Rolle eben nicht mehr zwingenderweise alleine unterwegs. Man hat die Möglichkeiten, sich Gruppenausfahrten anzuschließen oder auch einfach nur mit einzelnen Freunden Meetups zu erstellen, in denen man dann sogar mit dieser Live-Chat-Funktion miteinander in Kontakt bleiben kann. Die Gruppenfahrten sind einfach eine super Möglichkeit, um sich jederzeit tags, nachts in der Gruppe anzuschließen und gemeinsam motivierter das Training zu absolvieren. Gar nicht so einfach dabei zu moderieren. Hä? Motivation und Indoor-Training? Wie passt das denn zusammen? Habe ich auch lange gedacht, ist aber eigentlich ziemlicher Quatsch. Denn ich habe für mich persönlich eine Möglichkeit gefunden, wie mich Indoor-Training richtig motiviert. Und zwar in Form von diesen vorgefertigten Workouts. Manchmal habe ich einfach keine Lust, mir über irgendwas Gedanken zu machen. Und dann springe ich einfach nur auf den Smart-Trainer, mache mir hier Stunde 40 ein Workout. Länger als 2 Stunden schaffe ich nämlich nicht. Und ab dem Zeitpunkt muss ich über nichts mehr nachdenken. Intervalle sind vorgegeben, ich muss nicht lenken. Wenn ich keinen Bock habe, muss ich nicht mal schalten. Dann ziehe ich einfach das Workout durch und zack, fertig mit dem Training. Für mich eine super Möglichkeit. Wem das aber noch nicht reicht, um sich zu motivieren, für den bietet Zwift auch noch viele weitere Möglichkeiten, zum Beispiel verschiedene Challenges oder auch Rennen. Apropos Rennen. Wettkämpfe auch unter der Woche, keine weiten Anreisen oder eben keine Autos bei Ortschild-Sprint, aber trotzdem echtes Wettkampffeeling, das bekommt man bei Zwift, wenn man Bock darauf hat, mehrmals am Tag. Dabei kann man die Rennen entweder alleine, im Team oder sogar in Disziplinen wie dem Mannschaftszeitfahren bestreiten. Also ich muss sagen, dass diese Rennen wirklich richtig gut motivieren, wenn man sich einfach mal nicht aufraffen kann zum normalen Training. Und es ist echt eine super Möglichkeit, um sich mit anderen zu messen, ohne dabei das Homeoffice verlassen zu müssen. Hä? Berge?
Wer quält sich denn bitte freiwillig diese Teufelsdinger rauf? Das wird dich jetzt vermutlich so mancher fragen, der mit Bergen in seiner Region echt gesegnet ist. Ja, yep, aber es gibt eben auch Leute, die haben in ihrer Region keine Anstiege, die wohnen im absoluten Flachland, möchten aber vielleicht auch klettern und für die bietet Zwift eben genau diese Möglichkeit. Wir haben Gravel-Anstiege, kurze Anstiege, lange Anstiege, flache Anstiege, steile Anstiege und am Ende wartet die legendäre Alpe du Zwift, das Pendant zu Alpe d'Huez. Und? Lust bekommen? Für echte Landeier oder für Menschen wie mich, die mitten in der Natur aufgewachsen sind, mag dieses Argument wohl nicht zählen. Aber auch aus mir ist dann irgendwann mal jemand geworden, der in die Stadt gezogen ist. Und jetzt greift das Argument mit dem kein Verkehr bei Zwift auf jeden Fall auch für mich. Ich brauche ungefähr 15 Minuten raus aus der Stadt, 15 Minuten wieder rein und ich wohne noch in der Kleinstadt, also das geht auch deutlich länger. Und wenn ich keinen Bock auf Ampelphasen habe, auf hupende Autofahrer und ordentlich Staub im Gesicht, dann setze ich mich einfach eine Stunde auf meinen Indoor-Trainer, trete ein bisschen in die Pedalen, habe dabei keinen Stress und kein Hubkonzert im Ohr und kann ganz entspannt die wunderbaren Weiten der virtuellen Welt genießen. Bevor ich mich jetzt wieder auf den Indoor-Trainer schwinge und eine Runde weiter radeliere, seid natürlich wie immer ihr gefragt. Wie sieht's bei euch aus? Swiftet ihr auch im Sommer? Fahrt ihr auch, wenn die Temperaturen draußen zweistellig sind, auf der Rolle? Schreibt mir das gerne in die Kommentarspalte. Ich bin echt gespannt und glaube, dass die Meinungen hier auseinandergehen werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Videos bei Swift, auf der Straße, am Presentertisch. Wir werden sehen. Macht's gut. Ciao, ciao.